Hallo Überlebende und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Stranded Deep. Mein Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Was machen wir heute? Wir wollen heute mal schauen, dass wir uns ein paar Geräte aufbauen und dann möchte ich auch mal Folgendes ausprobieren. Ich möchte zum Beispiel mal ausprobieren, dass dieser Getränk, also dieser Wasserdestiller, interessiert mich mal, ob wir das Teil auch so bei uns auf dem Raft aufbauen können. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich mir jetzt so Folgendes vorgenommen. Hier hinten steht es ja. Das haben wir dann hier hinten so ein bisschen hingestellt, unser Raft. Weil wir wollen ja hier hinten wieder raus. Wir wollen ja hier hinten an dem Schiff vorbei und wollen wieder raussegeln. An diese Inseln dort hinten ran. Ich sag mal, was wir ganz dringend brauchen, werden hier einen Kompass zum Mitnehmen. Ein bisschen was zu trinken haben wir auch da. Das ist kein Problem. Wir werden die Batterien rausmachen, die Ferngläser und so weiter. Das brauchen wir dann alles nicht. Das werden wir dann in den einzelnen Containern werden wir das einlagern. Das Schöne ist bei Stranded Deep, es klaut einem hier keiner irgendwas, weil es einfach keine Menschenseele hier gibt. Wir können das dann einfach irgendwo ablegen, das ist kein Problem, oder wir nutzen halt etwas Platz hier in den, ich sag mal hier zum Beispiel in den verschiedenen Kisten, was wir uns alles schon zusammengesucht haben und so weiter und so fort. Unter anderem zum Beispiel gibt es jetzt die Möglichkeit mit Leder was herzustellen, und zwar gehen wir da mal ins Handwerk rein, und zwar direkt in die Werkzeuge, und zwar gehen wir da mal ein bisschen weiter runter, und zwar habe ich da vor uns gesehen, wir könnten da uns zum Beispiel eine Spitzhacke bauen, ne? Eine verfeinerte Spitzhacke. Ich denke mal, die Grobhacke wäre im Prinzip dafür verantwortlich, dass wir mal ein bisschen was abbauen dürfen. Das meiste ist, glaube ich, unter Wasser zu finden. Aber ich sag mal, mit dem Leder können wir auf jeden Fall eine verfeinerte Spitzhacke bauen. Was hat das von Hintergrund? Und zwar können wir ja Lehm, beziehungsweise auch noch eine andere Art, können wir ja nur unter Wasser abbauen. Ich habe da zumindest noch keine Quelle dafür oder noch keinen direkten Abbaupunkt gefunden, aber das suchen wir uns dann mal ganz in Ruhe zusammen. Was ich, wie gesagt, heute, bevor wir nochmal lossegeln, was ich gerne ausprobieren möchte, ist ja mit diesem Wasserdestiller, schaut mal, das brauchen wir alles dazu, mit diesem Wasserdestiller sehr, sehr gerne mal auf unserem Raft ausprobieren, ob das Ding auch auf unserem Raft passt, weil da könnte man dann einfach den Wasserdestiller mitnehmen und müssen uns erstmal um Wasser keine Gedanken mehr machen. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich dann eine Kiste mit einem Platz ein paar solche Pfanne oder ein paar solche kleine Setzlinge reinpacken, und die können wir dann immer wieder unter den Wasserdestiller drunter legen. So wäre meine Theorie. Persönlich ausprobiert habe ich es noch nicht, deshalb werden wir das heute einfach zusammen mal durchgehen. Ne? Was brauchen wir da dafür? Eine Schnur, ein paar Steine und so weiter und so fort. Also das hätten wir ja so grob und im Groben und im Ganzen hätten wir das ja alles. Die Kiste wollte ich jetzt eigentlich nicht so wirklich mitnehmen, die wollte ich eher so ein bisschen verteilen hier. Und alles, was noch geht, packt man dann so hier rein. Hier zum Beispiel gibt es die Transportmittelmotoreinheit, die gibt es noch eine Batterie, die könnten wir dann hier reinpacken. Die Axt lassen wir mal da. Hier gibt es dann zum Beispiel, ne, eine Kokosnuss ohne Schale. Das wäre dann zum Beispiel, das wären hier diese Trinkportionen. Wir gucken dann mal bei uns aufs Raft drauf, ob man vielleicht die Möglichkeit. Moment, hier war eine drin, ne? Nahrung, eine Portion. Jetzt hätten wir hier tatsächlich. Drei, ne? Boah, jetzt hätten wir hier drei Schluck. Das ist ja mal richtig fett. Da könnte man zum Beispiel mal einen nehmen. Mal was trinken, und schon hätten wir hier eine Kokosnuss ohne Schale und null Portionen. Das heißt, wir werden mal in diese Kiste, werden wir mal diese heiligen, wichtigen Getränkeschalen im Prinzip da reinpacken. Und dann werden wir mal versuchen, diesen Wasserdestiller einfach mit dieser Kokosflasche aufzubauen. Wir bräuchten dann noch dazu ein Palmmädel, einen, ich sag mal, einen Stoff und ein Seil. Das Seil, das hat man hier drin. Irgendwo war da mal noch ein Seil drin, glaube ich. Hier, ne? Und wir bräuchten dann noch einen Stoff dazu. Einen Stoff kriegen wir auch relativ schnell. Hier zum Beispiel ist der Kompass drin und so weiter und so fort. Müssten wir halt mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir den Hammer dann noch bräuchten. Fischerspeer wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Ein Messer, eine Axt zum Beispiel zum Mitnehmen, würde ich wirklich feiern. Und dann war es dann halt das auch mit dem Platz, ne? Also mehr haben wir ja sowieso nicht in unserem Inventar übrig. Was wir bräuchten, wäre noch, wie gesagt, ein Stück Stoff. Hätten wir jetzt. Und dann war es das, oder? Dann könnten wir das zumindest mal aufbauen. Nein, wir bräuchten noch Steine. Okay, alles klar. Steine bräuchten wir noch. Steine ist also ein. Das ist auch so ein komisches Gut hier. Findet man auch nicht oft, aber wie es aussieht, könnten wir jetzt auch das Teil mal bauen. Schaut mal, das ist der Wasserdestiller. Und wie gesagt, mich würde das jetzt mal brennend interessieren. 14 Tage überlebt, sehr geil. Und es würde mich jetzt mal interessieren, ob wir das Ding auch bei uns auf dem Raft aufbauen dürfen. Oder ob wir uns da noch ein Fundament bauen müssen oder. Also es würde mich jetzt einfach mal interessieren. Nee, wir dürfen es nicht auf dem Raft bauen. Wir dürfen es leider nicht auf dem Raft aufbauen. Sehr, sehr schade.
Wichtig ist, dass wir den ganzen Stuff mitnehmen. Hat einfach den Hintergrund, meine Lieben. Dann können wir zumindest, wenn wir an der Insel irgendwo anlanden, da können wir uns zumindest an der Insel, können wir uns mal grob behelfen, würde ich sagen. Also bauen wir mal so gut wie es geht den ganzen Spaß auf. Ja, hier haben wir ja die ganzen, also diese Kisten sind ja im Prinzip alle leer. Also machen wir es mal so. Was bräuchten wir dafür? Also wir hatten gesagt Stoff. Wir hatten gesagt Steine. Das, das und das Palmedel, ne? Jetzt wäre hier, ja, das wäre die Getränkeeinheit, beziehungsweise das wäre unser, wie soll ich denn das sagen, das wäre hier unser, das wäre unser Wasserfilter, sagen wir es mal so. Beziehungsweise unser Wasserdestiller. So, so ist ja die genaue Angabe. Ich sag mal, Palmen finden wir auf jeder Insel, also Palmenblätter, da schlagen wir uns einfach eine Palme runter. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht genau, wie. Unsere Axt hat noch 73% Haltbarkeit. Wir können es jetzt sogar so machen, dass wir das da lassen. Also Dorscht ist ja, sagt man ja immer, Dorscht ist schlimmer wie Heimweh. Wir könnten es jetzt sogar das so machen. Wir lassen die Palmwedel da und nehmen nur diese Setzlinge mit. Hat einfach den Hintergrund, Palmwedel bekommen wir sowieso auf der Insel. Wir könnten es hier zum Beispiel so machen, dass wir hier zum Beispiel ein Fernglas mit reinpacken und zum Beispiel einen Hammer, wenn wir da irgendwas brauchen zum Aufbauen. Na, das können wir dann hier reinpacken. Also Holz hätten wir sowieso immer dabei, ein paar Steine wären auch noch da. Ich würde dann sagen, die Steine lassen wir mal weg und das Holz, ich denke mal, das findet man eigentlich auf jeder Insel. Und dann schauen wir uns mal das mittlere an. Schaut mal, da kann man auch noch Stoff mitnehmen, Transportmitteleinheit und eine Fackel. Fackel wäre zum Beispiel gerade abends, wäre zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ja, dann nehmen wir das mit, die Fackel. Und die räumen wir gleich sicher ist sicher hier rein in den Einser-Container, ne? Okay, alles andere nehmen wir dann mit. Übrigens müssen wir nochmal schauen, den Wasserdestiller, das können wir jetzt aufbauen, das Teil. Und dann schauen wir nochmal nach dem Räucherofen, beziehungsweise hier einfach nach der Feuerstelle. Da bräuchte man einfach nur Steine und Holz dazu. Ich glaube, das kriegt man auch auf jeder Insel. Oder was meint ihr? Also ich denke mal schon, dass da ein Weg reinführt. Ich weiß nicht, wie lange da dieses Feuer zum Beispiel, wie lange da dieses Feuer zum Beispiel hält. Unsere Tippi-Mann hat uns ja den Tipp gegeben, sie baut sich da mal so ein bisschen auf und baut eigentlich so hoch, wie sie kann. Und stellt dann dort oben halt meistens ein Feuer auf, wenn ich das so richtig verstanden habe, mein Liebe. Und dann denke ich mal, wird man dieses Feuer auch egal wo sehen. Wahrscheinlich hat sie ja gemeint, dass sie das an jedem neuralgischen Inselpunkt aufstellt. Also ich schätze mal, wenn halt die Insel so wunderschön rund ist, dann wird sie halt so 4 neuralgische Punkte haben. Und dann wird sie halt da so ein bisschen höher bauen und da halt so ein Lagerfeuer irgendwie drauf, damit man das auch von weit entfernt sieht. Was wir jetzt noch machen, meine Lieben, in Palmwedel raus. Steine gerne raus und auch das Holz und schon ist hier kein Platz mehr drin, war mal klar. Dann packen wir den Palmwedel. Den packen wir hierher. Das Holz würde ich auch gerne hier ablegen, einfach so, weil ich es kann. Zack, zack. Die Stoffe, schaut mal, hier ist noch ein Stein drin. Also die Stoffe, die würde ich auch gerne irgendwo ablegen. Hier ist noch eine Portion drin, brauchen wir erstmal nicht. Hier ist auch noch eine Portion drin. Dann werden wir die Portionen mal zusammen machen. Fackel zum Beispiel könnten wir hier noch einlegen und dann eine Transportmittel-Treibstoffeinheit. Meint ihr eine Transportmittel-Treibstoffeinheit? Das wäre dann, nee, das ist eine Motoreinheit. Könnten wir aber hier mit reinpacken, ne? So, dann hätten wir eigentlich hier alles Wichtige, das Fernglas noch mit rein und dann brauchen wir nur noch eine kleine Idee, wo wir den Stoff noch mit reinpacken. Hier, oh, schau mal, hier gibt es wieder eine Ration. Okay, wenn wir jetzt Bock drauf haben, könnten wir jetzt dafür sorgen, dass wir bei uns auf dem Raft im Prinzip wie so eine kleine Lampe noch installieren. In der Mitte sollten wir dann halt irgendwann, sollten wir dann abends zurückfahren. Da könnten wir hier schon dafür sorgen, dass wir bestimmt irgendwie mit dem Bauhammer, den wir jetzt selbstverständlich nicht mit haben, hier, ne? Dass wir mit dem Bauhammer, wo ist er denn? Wo war er denn? Hier. Den nehmen wir, Bauhammer. Und dann gucken wir mal, ob wir dann vielleicht nicht irgendwo irgend so ein Teil basteln dürfen, wo man einfach diese Lampe dranhängt. Wisst ihr, was ich meine? Ich überlege gerade, wie das hieß. Das war irgendwie so ein Haken oder irgend sowas. Sägeblock, Ziegelpresse, das war hier gar nichts. Blanke Tisch, Regal, gewählt. Also schöne Sachen kann man hier schon bauen, ne? Stuhl, hier, ein Haken. Einen leichten Haken und da könnte man zum Beispiel die Lampe dran installieren. Oder hier zum Beispiel einen Holzhaken. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie halten würde, aber ich würde dann hier gerne, auf das Teil würde ich gerne gehen. Aber ja, wir bräuchten eigentlich nur mal zwei Holz.
Und dann gucken wir mal, ob wir das Ding bei uns auf dem Raft irgendwie bauen dürfen. Wie sieht's aus mit der Hitze? Ja, es wird schon wieder richtig warm, ne? Trinken und essen müssen wir mal. Dann werde ich mal schauen, dass wir hier auch wieder ein paar Setzlinge drunter packen, dass das Wasser nachläuft. Feinwedeln nicht so wirklich gleich. Ich würde dann eher auf diese kleinen Setzlinge gehen. Wie hier. Und dann läuft das Wasser durch. 2, 3, 4. Hier haben wir schon den Räucherofen, hat man hier ein paar Fische reingepackt. Hat ganz einfach den Hintergrund, dass wir halt ein paar Fische mal unbedingt brauchen zum Essen. Schaut mal, ne, die Essensleiste, die nimmt halt auch ein bisschen ab. Und ich würde halt nicht gerne das Essen nehmen, das wir hier für die Expedition vorgesehen haben. Deshalb hatte ich mir so gedacht, ich mache mir jetzt selber ein paar Gedanken darüber. Dann werde ich dann einfach mal so einen Fisch nehmen, das Ding ablegen, häuten. So hier. Und deshalb habe ich ja gesagt, wir bleiben in der Folge heute mal da und bereiten uns wirklich mal richtig drauf vor. Beziehungsweise wenn, dann fahren wir nur eine Tour und in der nächsten Folge fahren wir wieder zurück. Oder wenn ihr Bock habt, fahren wir weiter. Ja, die Hauptbase ist und bleibt hier. Ja, wir wissen ja ungefähr auf der Karte, wo wir sind, und zwar ja direkt an unserem Spawnpunkt. Und da wissen wir ja ungefähr auch, wo wir hingefahren sind. Ne? Es gibt so auch so neuralgische Punkte, wo man zum Beispiel sieht, wo man da hingefahren ist. Als Beispiel hier hinten zum Beispiel die Insel, die ist ja mit einem Container an der Seite. Das ist meine Containerinsel. Da weiß ich gleich, wo ich hinfahren kann. Beziehungsweise, dass unsere Hauptinsel nicht weit von dieser Insel entfernt ist. Sage ich mal so. So, dann hätten wir hier den Rucksack voll gemacht. Dann werden wir die hier reinstopfen. So, dann können wir nämlich 5 Teile anbringen. Und dann werden wir hier einfach reinfeuern. Ja, wir bräuchten aber auch demnächst mal... Na, ihr seht's, wir bräuchten demnächst mal wieder Zündmaterial. Das Schöne ist, auf diesen Inseln ist hier immer richtig schön warm. Ja, das heißt, wir müssen einfach mal noch ein bisschen Holz nachlegen. Okay, zu trinken läuft. Zu essen holen wir dann auch gleich. Ein bisschen Holz bräuchten wir noch. Da müssen wir einfach nur mal schnell was hacken gehen. Beziehungsweise wir hätten bestimmt selber noch was. Moment kurz. War gerade eine Fussel. Hier, ne? Reicht das schon, wenn wir das Holz dort unten reinlegen? Ich denke mal schon, ne? Ein so ein Holz sollte schon gehen. Ja, passt schon. Okay, alles klar. Da passen eh noch 4 rein. Das heißt, das läuft jetzt in Ruhe durch. Klein, viel länger. Ja, alles gut. Steht dann irgendwann dort geräuchert. Und dann haben wir uns das Zeug mal hinter. In der Zwischenzeit könnten wir, wenn wir Bock haben oder wenn es gar nicht mehr geht vom Essen her, dann holen wir uns halt hier so eine Kokosnuss runter. Ja, das ist kein Problem. Also alles gut. So, weiter geht's. Was brauchen wir noch zum Vorbereiten? Wir brauchen noch Setzlinge. Das ist klar. Die halbe Insel steht jetzt wieder voll mit diesen Setzlingen. Aus den Setzlingen schätze ich mal, werden dann irgendwann auch Palmen. Ja, aber solange diese Setzlinge zum Beispiel da ist, können wir hier aus dem Vollen schöpfen. Das hier könnten wir zum Beispiel auch runternehmen, wenn wir das wollen. Gibt es hier schon wieder eine Kokosnuss dran? Ne, gibt es leider keine dran. Alles gut. Also gehen wir weiter mit den Setzlingen. Ja, da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, so ein Lagerfeuer würde ich auch gerne errichten. Nicht nur eins auf den Inseln, sondern dann auch wirklich 2. Wichtig ist, dass wir dann halt auch wirklich intaktes Werkzeug mitnehmen. Übrigens könnten wir dann hier, schaut mal, hier zum Beispiel kann man dann Stein abbauen. Das ist dann möglich. Die können wir dann einfach so, ne, hier runter hacken. Dann hat man dann sehr, sehr viele Steine, schätze ich mal in kurzer Zeit. Aber wie gesagt, mich interessiert ja am meisten, wo es diesen Lehm gibt. Wo gibt es denn diesen Lehm? Und das ist ja dann wirklich so eine Challenge, was mich interessieren würde. Oh nein, Achtung, das ist so ein Giftstern. Ich meine, wenn wir so eine Stelle gefunden haben, ich denke mal, die wird etwas tiefer liegen. Wenn wir dann so eine Stelle gefunden haben, wo wir das abbauen, dann lohnt sich ja ganz klar so eine Hacker zu bauen. Ne? Aber solange wir da irgendwie da nichts finden, ist so eine Stelle hier? Nee. Das muss einfach angezeigt werden, oder? Also Lehm ist ja normalerweise etwas rötlicher, beziehungsweise schon irgendwo rot. Normalerweise müssten wir das sehen. Wenn wir vielleicht Glück haben. Oh, wir müssen das mal hoch. Komm, 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 komm. Diskus. Freund, Diskus. Ja, alles gut, alles gut.
Dadurch, dass wir im Wasser sind, kriegen wir auch hier so einen schönen Boost wieder rein. Das heißt, wir kühlen etwas ab. Das ist schon mal richtig gut. Ich hatte gedacht, dass es wenigstens angezeigt wird. Wisst ihr, was ich meine? Den nehmen wir mit. Ich hatte wirklich gedacht, dass es wenigstens irgendwie angezeigt wird. Hier ist eine Stelle, bla bla bla, bau das mal ab. So, und dann hätte ich das abgebaut. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass es solche großen Felsen sind, aber das sind es nicht. Ich glaube, ich bin hier völlig auf dem Holzweg, meine Lieben. Wie gesagt, schreibt es gerne nochmal rein. Levelaufstieg im Kochen. Dankeschön. Das heißt im Prinzip, die geräucherten Dinger sind durch. Wir müssten mal schauen, dass wir wieder zurückkommen. Ich habe bis jetzt noch keine, leider, muss ich dazu sagen, ich habe jetzt echt leider noch keine Stelle gefunden, wo wir diesen Ton abbauen. Und dieser Tonabbau, das ist ja wichtig. So, jetzt müssen wir aufpassen. Dieser Stern ist hier irgendwo. Na, aufpassen. Was ist das? Ne, das ist kein Stern. Vorsicht. Vorsicht. Schön langsam. Schön langsam. Alles gut. Alles gut. Gut, dann laufen wir mal schnell raus, hauen das Ding hin. Dann werden wir das Feuer löschen. Ja, geräuchert. Passt. Wunderbar. Schön. Ist keine Kohle geworden, ist einfach nur durchgeräuchert mit allem drum und dran. Schaut mal und mal sehen, was das wieder herstellt. Oh, über einen ganzen Balken. Schaut es euch bitte mal an. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann werden wir das Ding mal häuten. Ich glaube, da kriegen wir bestimmt mehr raus, wie ein Stück Fleisch. Oder ein mittleres. Okay, alles klar, da kriegen wir ein mittleres raus. Das bringen wir dann auch gleich mal an. Und wie gesagt, also ich hatte ja heute gesagt, dass wir heute definitiv hier bleiben. Geräuschert klein, geräuschert, okay. Dass wir heute hier bleiben und dann hier uns nochmal umgucken, was wir hier noch alles machen können. Es wäre jetzt halt nur dem geschuldet. Ach, hier gibt es ja auch noch einen Reifen. Moment. Moment, ich überlege gerade, wir haben ja zwei. Stopp. Kriegen wir das hin, dass wir da noch ein Fundament anbauen dürfen? Jetzt möchte ich das möchte ich auf jeden Fall mal gucken. Also Farmen. Wir könnten uns auch so ein Pflanzbeet könnten wir uns anbauen. Das wäre kein Problem. Transportmittel. Zwei Reifen. Tatsächlich. Zwei Reifen und ein Seil. Beziehungsweise eine Schnur. Die Schnur lässt sich ganz einfach herstellen. Bräuchte man eigentlich nur ein paar so kleine Setzlinge dafür, ne? Die Schnur wurde in deinen Rucksack gepackt. Dann nehmen wir das Teil. Nehmen wir mit. Ab zu unserem Raft. Dann hauen wir das Ding hier drauf. So, hier. So, und dann bauen wir unten, ganz einfach, könnten wir zum Beispiel auch auf der anderen Seite machen, haben wir dann einfach hier so ein Fundamentteil hin. Transportmittel. Hier, ne? Zwei Reifen. Reifenflussfundament. Warum können wir das hier gerade nicht bauen? Wir hätten ja, also Abfallreifen hätten wir da, wäre kein Problem. Die kann man, glaube ich, auch nicht aufnehmen, oder wie das war, ne? Aber jetzt könnten wir sie doch bauen. Also jetzt könnten wir es doch basteln. Jetzt sind es doch eigentlich Abfallreifen. Hä? Schaut mal, geht doch nicht. Musste ich da noch irgendwas beachten? Musste ich da noch irgendwas. Jetzt kann man es anbringen. Hier hätte ich es gerade angebaut. Kann den nicht bauen. Da ist wahrscheinlich kein Platz dazu, oder? Da ist etwas im Weg. Alles klar, alles klar. Also, dann packen wir die zwei Reifen wieder hier rauf. Irgendwie auf unser Raft drauf. Moment, bleib mal drauf, sei so gut. Okay, das ist die Nummer 1. Dann nehmen wir das Ding auch mal. Dann packen wir das hier auch drauf. So, können wir da jetzt was anstellen? Warum ist jetzt hier was im Weg? Wie geht es, dass da irgendwas im Weg ist? Sind wir ehrlich, wie geht das? Ist ja geil, jetzt dürfen wir es bauen. Versteht ihr das? Ich habe es gerade überhaupt nicht verstanden. Auf jeden Fall, das Schöne ist dran, hier hinten können wir jetzt dementsprechend unser Fundament erweitern. Ne? Da können wir zum Beispiel auf eine andere Insel fahren, dann haben wir da noch ein bisschen Holz raus und dann werden wir hier das Ding dementsprechend mit Holz verkleiden. Ne? Da können wir hier einfach dieses Holzfundament bauen. Brauchen wir halt sehr viel Holz dazu, aber
Wir können dann einfach Fundamente hier drüber basteln und alles sind Freunde. Alles ist gut. Okay, was gibt's noch zu tun? Hier hätten wir alles soweit erledigt. Hier vorne bräuchten wir auch noch viele Fundamente. Schaut mal. Ja, wir müssen halt ganz, ganz dringend. Was heißt müssen? Wir sollten halt ganz, ganz dringend dann halt auch auf eine andere Insel fahren. Da hätten wir noch alles da. Den Hammer hätten wir da. Die Setzlinge, wie gesagt, hätten wir noch da. Ja. Mehr ist es ja dann im Endeffekt nicht, ne? Das ist durchgelaufen. Dann werden wir die zwei einmal noch hier anbringen. So, hier wäre wieder was drin. Das heißt, wir müssen, wenn wir zurückkommen, und wir haben beim Zurückkommen gerade so noch irgendwas am Start, da könnte man jederzeit sagen, dass wir das Ding anfeuern. Das ist kein Problem. Ein Messer hätten wir dabei. 8% Haltbarkeit, also ist eigentlich gar nichts mehr. Axt hätte 70, das Ding 75, der Fischerspeer hätte noch schön viel, also volle Haltbarkeit. Was wir hier da lassen müssten, wäre halt das Messer. Fürs Messer neu bauen, brauchen wir einfach nur ein verfeinertes Messer zum Beispiel. Verfeinertes Messer, ein Seil, also beziehungsweise eine Schnur, ein Stock und ein Steinwerkzeug. Steinwerkzeug einfach nur ein Stein, ein Holz und eine Schnur. Okay. Könnten wir. Haben wir die Möglichkeit, direkt aus den Kisten zu bauen? Ich glaube es nicht. Ne? Direkt aus Kisten bauen ist ja, glaube ich, nicht möglich. So, haben wir mal eine Schnur. Dann hätten wir noch eine Schnur da. Dann legen wir mal das Messer irgendwo ab. Wäre zum Beispiel mal eine Maßnahme, weil 8% Haltbarkeit ist halt nichts mehr. Und dann bauen wir noch ein anderes. Okay, wir hätten dann, wir bräuchten nur ein Steinwerkzeug. Dafür bräuchten wir halt einen Stein. Wie zum Beispiel den hier. Steinwerkzeug. Und dann könnten wir. Oh, Working. Dankeschön. Und dann könnten wir hier ein volles, verfeinertes Messer rausbasteln. Schaut mal. Und das hätte dann dementsprechend wieder Haltbarkeit. Ne? Das hat dann wieder 100% Haltbarkeit. Sehr schön. Okay, mit diesem Stuff fahren wir auf jeden Fall los. Dann möchte ich nur noch mal schauen, meine Lieben, dass wir alles soweit vorbereitet haben für die nächste Insel. Ich denke mal, Holz und Steine kriegen wir auf der nächsten Insel. Das denke ich mal schon. Aber für diesen Destiller haben wir, glaube ich, jetzt alles mitgenommen, was geht. Fernglas haben wir dabei, eine Fackel haben wir dabei. Ah, da wollten wir ja nochmal diesen Haken bauen. Das machen wir auch nochmal schnell. Hier, ne, das wäre hier dieser leichte Haken. Bräuchten wir nochmal eine Schnur und zwei Holz. Alles klar, dann machen wir das mal. Hätten wir hier noch ein paar Setzlinge einfach mal so rumstehen. Ich wollte gerade sagen, den Baum, den könnte man ja einfach mal so. Na komm. Da sind jetzt ganz viele Setzlinge runtergefallen, so wie ich das gesehen habe. So, war's das? Ich glaube, das war's, oder? Wie viel haben wir denn? 6 Stück? Ja, das könnte. Das könnte passen. Wir speichern jetzt mal schnell. Und dann würde ich sagen, bauen wir schnell noch eine Schnur draus. Zack. Und dann bräuchte man eigentlich nur mal auf die Schnelle noch 2 Holz, meine Lieben. Und dann wäre das Ding hier erst einmal so abgefrühstückt. Also suchen wir uns mal 2 Holzsticks, sage ich mal. Und dann könnten wir uns diesen Haken bauen. Hier rein. Und dann könnten wir hier diesen leichten Haken bauen. Ne? Da wo man halt so eine Laterne anbringen könnte. Ich glaube, auf unserem Raft ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass wir das Ding hier irgendwie bauen. Ah, hier, also wahrscheinlich zwischendurch, ne? Können wir das bauen. Okay. Okay, außen geht's. Hier hinten geht's leider. Doch, hier hinten geht's auch. Ah, okay, direkt runter geht's leider nicht. Okay. Aber hinten zum Beispiel wäre eine Maßnahme. Hier vorne ist halt das Segel. Und wenn wir hier vorne noch Fundamente hinstellen, könnten wir ganz vorne zum Beispiel eine Funzel installieren. Hier geht es nicht, weil das Ding ist voll. Hier geht es auch nicht, weil da stehen unsere Kisten. Das heißt, hier müssen wir dementsprechend auch freilassen. Und wenn, dann bauen wir es maximal hier hinten irgendwo hin. Oder ganz vorn. Oder ganz vorn. Gut, dann nehmen wir den Stuff mal mit. Ja, ganz. Ja, wir machen das so. Wir nehmen diesen Stuff halt mal mit. 2 Stöcke und eine Schnur. Also eigentlich ist es kein Problem. Das kriegen wir auch so mitgenommen. Also beziehungsweise
kriegen wir garantiert darauf den anderen Inseln. Das Schöne ist, diese Kiste ist leer. Und dann würde ich trotzdem mal sagen, mein Lieben, wir gehen nochmal ins Bett, stärken uns für den nächsten Tag und dann starten wir trotzdem nochmal eine Odyssee, oder? Was meint ihr? Hier raus, dann schnappen wir uns den Kompass. Da ist nämlich Norden wäre da. Und wir müssten hier mindestens nach Westen, beziehungsweise so hier in südwestliche Richtung. Da müssten wir rausfahren. Und ich denke mal, dass wir da dann irgendwo an irgendeinem Inselstreifen ankommen. Okay? Und wenn wir uns verfahren, dann ist es halt so. Dann versuchen wir trotzdem irgendwie den Weg wieder zurückzufinden. Okay, das war's mit der Krabbe. Heute mal gleich. Also es ist halt genial mit diesen Speeren. Ich kann es euch nicht oft genug sagen. Das macht so einen Spaß mit diesen Speeren. Ist es ganz einfach. Einfach aufnehmen, dann einfach die Krabbe krallen. Und dann habt ihr hier wieder Fleisch, ne? Geräuschert klein. Okay. Geräuchert klein Fleisch. Nahrung 5 Portionen. Da hatten wir ja 3. Warum sind das jetzt 5? Hier, schaut mal. Aha, kleines Krabbenfleisch. Das wird da gleich mit rein. Okay, das wird da gleich mit eingebracht. Alles klar. Das brauchen wir. Dann bringen wir. Okay, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Gut, mein Lieben. Also, wir gehen ins Bett. Ich würde. Wisst ihr was? Wir zünden hier durch. Brauchen wir eigentlich. Normalerweise brauchen wir es nicht. Wisst ihr was? Normalerweise brauchen wir es nicht. Wir holen uns dann noch eine Kokosnuss runter. Und dann denke ich mal, sollte das dann auch passen. Also, hinlegen, aufstehen, was trinken, Kleinigkeit, speichern. Und dann am Ende der Folge, mein Lieben, fahren wir nochmal los, oder? Gespeichert haben wir, also alles schick. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Das ist dann mittlerweile schon der Tag 3, dass wir hier, oder der Tag 15, dass wir hier schon überlebt haben. Ich würde mal so, also wenn wir wiederkommen, ist ja auf jeden Fall Stuff da, das ist schön. Das Ding machen wir mal komplett leer. Dann würde ich sagen, hauen wir uns mal so ein bisschen Fleisch rein. Einmal, oder? So, hoffentlich müssen wir nicht irgendwas, nee, okay. Nee, alles schick. Es ist alles gut. Ab zum Raft. Ist da was zu trinken? Sollten wir noch mitnehmen, beziehungsweise dabei haben. Das war das, was ich vergessen habe. Ich habe es doch gewusst. Also nicht hundertprozentig vorbereitet, aber ich habe zumindest gewusst, was ich vergessen habe mitzunehmen. Müssen wir nochmal schnell gucken, wo wir das hingeräumt haben hier, ne? So, das ist Nahrung ohne. Nahrung eine Portion und das ist 0. Das ist eine leere, die füllen wir gleich auf. Sehr schön. Und das nehmen wir gleich mit. Alle beide. Und dann haben wir nämlich auch eine Kleinigkeit zu trinken am Start. Das ist nämlich das Wichtige. Okay, Fleisch ist da. Eine Kokosnuss. Ja, passt. Also 3 hätten wir. 3 hätten wir am Start, mein Lieben. Das heißt, wir machen los, oder? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was uns jetzt wieder erwartet. Wichtig wäre halt bloß jetzt erstmal nicht auf so einen Stern wieder drauf zu treten. Das wäre schön. Und dann würde ich sagen, ab aufs Floß. Segel. Wow, 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 wow. Hey. Ist aber nett. Jetzt sind wir hier einmal. Ich glaube, jetzt sind wir hier einmal um das ganze Ding rum. Das ist auch geil. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Bitte einmal drehen. Ja, ganz schön. Genau, sehr nett. Sehr, sehr nett. So. Jetzt.
Falsch rum. Komm, wir müssen lenken. Da ist der Flugzeugträger. Wir wollten eigentlich darüber. Darüber wollten wir fahren. Okay, bedenkt bitte, der Flugzeugträger ist bei uns jetzt aktuell auf der Westseite, okay? Wir haben jetzt eigentlich schön gegengedreht, werden das Ding mal schön gerade lenken und dann werden wir mal kurz aufstehen, werden uns mal den Kompass schnappen und dann sehen wir, dass wir da in westliche Richtung fahren, da ist Norden und wir müssten, wenn, müssten wir da rüber, okay? Also nochmal kurz wenden. Dann ungefähr mal in diese Richtung fahren. Okay? Ungefähr. Ja, so sollte das dann gut aussehen. Wie das aussieht von der Karte, jetzt muss das ganz lustig aussehen. Wir sollten jetzt hier hinten am Horizont gleich ein oder zwei Inseln sehen. 15 Tage überlebt, sehr schön. Und wenn wir dann schon die erste Insel sehen, werden wir dann auch schon an diese Insel anfahren. Dann werden wir mal gucken, was diese Insel so zu bieten hat. Da drüben, ne? Da drüben, schaut mal, da drüben. Da fahren wir hin. Da geht's hin. Da ist der Flugzeugträger. Links neben dem Flugzeugträger westlich ist eigentlich unser Heimatstandort. Und da drüben mische ich dann hin. Da mische ich hin. Es interessiert mich auch, wenn wir hier ein zweites Segel anbringen, meine Lieben, ist das tatsächlich möglich, dass wir hier schneller segeln? Habt ihr eine Ahnung? Schreibt das auch gerne in die Kommentare rein. Also wirklich gerne. Und wie gesagt, diese Insel möchte ich jetzt gerne anfahren. Ich weiß, dass da auf der rechten Seite das auch noch eine gibt. Mit der Insel, die wir jetzt gleich anfahren, schauen wir mal, dass wir von der Insel dann auch gleich weiterkommen. Wir bleiben dann hier in dieser Richtung und fahren dann einfach von der Insel aus gesehen noch ein ganz kleines bisschen weiter. Vielleicht haben wir so viel Stuff auf der Insel rumliegen, dass wir vielleicht uns sogar noch so eine kleine Schlafmöglichkeit basteln dürfen. Gucken wir mal. 9:42 geht eigentlich, ne? Wir sind hier schön im Schatten drin. Unser Raft geht genau auf die Insel zu. Also von dem her passt's. Und da an der Seite haben wir ja auch noch eine gehabt. Genau. Also passt. Wunderbar. Vielleicht haben wir Glück und wir finden noch ein bisschen was. Ein paar Planken oder sowas wäre schön, dass wir noch ein paar Kisten aufstellen dürfen. Die letzte Folge, die war ja richtig geil. Also, was wir da gefunden haben an Kisten, absoluter Wahnsinn. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir halt nicht so viele Planken gefunden haben. Einfach nur Kisten. Und leider halt nichts weiter dazu, ne? Das war sehr schade. Also, diese Planken, wo man halt diese Kisten hier schön sortiert platzieren kann auf seinem Raft, ne? Ich würde dann ehrlich gesagt das Raft schon 5 breit machen. Da basteln wir dann noch ein paar Fundamente dann links und rechts hin. Und wenn wir dann so 5 breit sind, würde ich das eigentlich damit belassen, mein Lieben. Hat nur ganz einfach den Hintergrund. Ich würde das dann eher ein bisschen länger bauen. Damit wir hier noch so viel Stuff wie möglich raufbekommen. Und ich habe gelesen, es gibt ja hier drei große Gegner, die man dann halt nur mit so einem Gewehr bekämpfen kann. Und das Wichtige ist halt, dass unser Raft dann dementsprechend halt lang ist, dass wir uns sehr gut erwehren können gegen die. Ne? Also so ein kleines Raft ist da nichts gegen die Gegner. Ne? Die sind übrigens auch gar nicht weit weg. Die sind hier dann irgendwo im Wasser und die müssen wir dann irgendwie entweder rufen oder pullen oder die schwimmen hier einfach mal irgendwo mit rum. Genau kann ich es euch leider nicht sagen. Ja, da drüben glaube ich war das Kistenparadies. Aber wir gucken uns hier auch nochmal in Ruhe um. Und wir sind dann halt auch gleich da, ne? Geil. Nee, wir... Ja, mach ruhig weiter. Mach weiter. Alles kein Problem. Südwestliche Richtung. Und wie gesagt, wenn wir wieder nach Norden abbiegen wollen, da kommen wir hoffentlich dann irgendwann wieder bei unserem Flugzeugträger raus. Da drüben ist dieses Schiffswrack. Genau. Schön. Das ist halt, die nächste Frage wäre, würdet ihr das so durchhalten, einfach so auf so einem Raft von Insel zu segeln, dann einfach mal gucken, was diese Insel dann bietet und so weiter und so fort. Traut ihr euch das zu? Also ich muss dann ganz ehrlich sagen, in Real Life hätte ich da so ein paar Bedenken, ob ich so ein stabiles Raft mal hingebastelt bekomme, beziehungsweise, dass ich da, ne, man hat ja auch Verantwortung, dass man da irgendwie dann von Insel zu Insel schippern kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist. Aber wie gesagt, also wenn man in so einer Überlebenssituation ist, da ist sehr viel mehr möglich, sage ich mal so. So, und da hinten dann sollten dann die nächsten Inseln weitergehen. Da hinten dann einfach um diese Insel hier rumgeschwommen.
oder rumgeschippert und dann sollte das hier einfach weitergehen. Ich glaube, hier waren wir tatsächlich noch nett. Ich würde mal sagen, wir segeln hier mal außen rum. Hier möchte ich auf jeden Fall noch anlanden. Ah, das scheint auch so ein bisschen größere Geschichte hier zu werden. So. Nehmen wir das Teil runter. Und dann ab ins Wasser. Eieiei, nicht wegschwimmen. Hey Kollege. Komm aus dem Wasser raus. Wir haben bloß nichts als Gegengift dabei. Deshalb müssen wir müssen wirklich dreimal aufpassen, dass wir nicht an diese gefährlichen Sterne anlegen, ne? Dass wir auf diese gefährlichen Sterne treten. Das wäre so ein richtiger Fail. Ich sage es offen und ehrlich. Aber mittlerweile kennen wir uns hier so halbwegs aus. Passt, ne? Das Ding, das bleibt hier, oder? Ja. Weil wir wollen dann gleich weitergehen. Das heißt, ich würde mal sagen, wir bleiben hier. Ah, schaut mal, es gibt sogar schon Stoff. Hier gibt es sogar schon Krebse. Und so weiter und so fort. So ein bisschen was zu essen hätten wir hier. Mich würde es echt reizen. Und zwar machen wir das noch. Ein paar Minuten haben wir noch. Schauen wir uns erstmal hier um. Das ist ein ganz normales Wrack. Kein Problem. Das würde mich aber reizen. Ne? Hier rein. Hier gehen wir rein. Ach, schaut mal, das ist Lehm. Das heißt, bei uns auf der Starterinsel, meine Lieben, gibt es kein Lehm. Es gibt leider keins. Die Tür ist noch zu, ist ein geiles Indiz dafür, dass wir hier noch nichts geholt haben. Ich dreh durch. Wir waren hier noch nicht. Auf dieser Insel waren wir noch nicht. Geil. Sensational. Gibt es noch einen Kompass? Hier gibt es noch ein Leuchtfeuer. Hierhin gibt es leider nichts mehr. Machen wir mal die Tür auf. Okay, hier gibt es auch nichts mehr. Hier ist auch kein Spind mehr. Alles gut. Hier tauchen wir nochmal kurz auf und dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht finden wir hier unten noch irgendwo eine Kiste oder irgend sowas. Ich meine, ist ja meistens so, ne? Einfach mal an den Stellen gucken, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Aber ne, es gibt leider nichts mehr, ne? Dann können wir rausschwimmen. Aber wir waren hier noch nicht. Wir waren hier definitiv noch nicht. Was mich zumindest auch interessieren würde. Okay, kommen wir irgendwie anders da hoch? Oder müssen wir echt unser Raft nochmal bemühen? Oder gibt es hier irgendwo eine Einstiegs? Gibt es hier irgendwo eine Chance auf Einstieg? Normalerweise ist das ja markiert, ne? Aber ne, so wie es aussieht, ist hier... Schade. Kommen wir hier nicht ran oder wollen wir einfach nur nicht ran? Okay, da müssen wir es nochmal anders angehen. Hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir, glaube ich, auch nicht hoch. Ah, Moment. Vielleicht haben wir... Klar, natürlich. Aber es gibt leider nichts. Doch, es gibt hier Fässer. Boah, es gibt hier Fässer, die müssten wir halt aufschlagen. Ja, tatsächlich, es gibt hier Abfallfässer für... Ach, schön, nochmal eine Kiste, nochmal Planken. Oh, ich hau mich weg, das ist doch nicht normal, das gibt's doch gar nicht, ne? Also, selbst mit diesen Fässern, schaut mal, da können wir vielleicht wieder gucken, dass wir tatsächlich noch ein, zwei Fundamente gebaut bekommen. Das war, glaube ich, das war ein Transportmittel, ne? Mit drei Fässern und einem Seil bekommen wir garantiert noch ein Fundament gebaut. Ich glaub's gar nicht, ne? Also, dann schwimmen wir hin an unser Raft. Und dann wisst ihr Bescheid, was wir machen. Wir müssen die Fässer halt nur irgendwie hier abstellen. Dass die halt nicht hier runterrollen oder so. So hier.
Und dann würde ich sagen, bauen wir hier schon das nächste Fundamentstück an. Gucken wir mal, wie es aussieht. Essen und Trinken. Passt noch. Oh, hier gibt es einen. Was ist denn das da? Das ist ein Schweinchen. Hallo. Hallo, ihr Pflanzen. Achso, haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Hier gibt es jede Menge Gräb. Also es gibt hier sogar jede Menge Anlaufpunkte für Essen, meine Lieben. Hier gibt es noch Sticks, hier gibt es Setzlinge. Also die Insel ist schön, ist voller Loot. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Liegt halt dann einfach so in der Gegend rum. Nein. Das ist nicht euer Ernst jetzt, bitte. Feuer. Ein Container mit den wichtigsten Sachen drin. Schaut mal, mit dem wichtigsten Stuff. Alles, was es gibt, Steine. Es ist ja nicht normal. Wo sind wir denn hier gelandet? Und schaut mal, hier hinten geht es dann weiter, ne? Also hier hinten geht es dann weiter. Wir sind, glaube ich, an der richtigen Insel angelandet, oder? Was meint ihr? Jetzt gehen wir nochmal die Insel lang und gucken nochmal, was es hier noch Schönes gibt. Vielleicht haben wir Pech und es kommt gleich so ein riesengroßer Krebs oder irgend sowas kommt gelaufen. Aber ich glaub da gar nicht dran. Zwei Kisten hätten wir drin. Die dritte könnten wir noch mitnehmen. Vielleicht hätten wir schon die Chance, so viele Planken hier gefunden zu haben, dass wir vielleicht das nächste. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit, ganz klar. Und Stoff gibt es ja auch wieder. Ach, ist das schön. Ich sag nur, manchmal, echt, also manchmal ist wirklich dieses Spiel, gibt es einem so viel. Also, Stoffe. Packt mal ein. Was wir noch ganz dringend bräuchten, wären halt Setzlinge zum Beispiel. Hier gibt es noch eine Schnur. Hier gibt es dann auch eine Schnur. Stimmt. Ach so, wir haben wieder keinen Platz im Inventar. Mit zweimal Kompass, ja, da kommt man hier definitiv nicht weit. Drei Kisten. Drei Kisten haben wir jetzt. Ach ne, ich wollte gerade sagen, drei Kisten. Dann werden wir mal die Kisten nehmen, werden die mal ablegen. Dann werde ich mir hier vorne gerne den Stuff mitnehmen. Ich hoffe mal, dass das reicht. Und dann werde ich zwischen den Folgen, meine Lieben, hier so ein bisschen mal was kurz sortieren. Vielleicht werden wir hier sogar auf der Insel so einen Getränkedestiller aufbauen, dass wir hier relativ mal schnell an was zu trinken rankommen. Schaut mal, es gibt hier sogar eine trinkbare Kokosnuss, Anzündhölzer. Was ist denn hier los, bitte? Geil. Wisst ihr was? Trinkbare Kokosnuss, die werden wir uns gleich holen. Dann werden wir die gleich auf den Boden werfen. Dann werden wir das Messer nehmen. Dann werden wir die hier gleich zerteilen. Die werden wir dann essen. So müssen wir unseren Vorrat zumindest mal nicht mal anfassen. Hoffentlich können wir das noch nehmen, bevor uns schlecht wird. Doch, passt. Und hier hätten wir dann sogar Zündhölzer. Schaut mal, wir könnten hier sogar ein kleines Feuer machen. Sehr geil. Wir müssten halt wieder ein was hier lassen. Ne? In der Kiste drinne wäre ja, wär eine Schnur, wäre Stoff und so weiter und so fort. Also alles so wichtige Sachen, die wir schon haben. Wir könnten hier zur Not, das könnten wir noch. Ja, passt. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Spaß dran hattet, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr seht, es bleibt spannend. Wir haben wieder jede Menge Sachen gefunden und das war hier nur die Spitze des Eisberges. Ich bin gespannt, was wir noch so entdecken. Mittlerweile haben wir dann wieder eine Planke gefunden. Die zweite Planke ist schon da. Wir haben schon drei Planken. Meine Lieben, wir haben drei Planken gefunden und das machen wir jetzt mal zum Abschluss. Nehmen wir einfach mal das Fass und werden wir das vielleicht mal hier irgendwo hinstellen, wenn es geht. So, bleibt mal stehen, bitte. Dankeschön. Und dann werden wir hier auf die Seite, wie dann hier, bauen wir hier noch mit diesen drei Planken, mein Lieben, die nächste große Plankengalerie auf. Schaut mal. Wo war das gleich? Moment, das war Transportmittel. Nee. Bauen. War es auch nicht. Ich glaube, das war Handwerk. Und dann gab es hier irgendwo diese. Ich sag so immer Plankengalerie dazu, aber ihr wisst, was ich meine. Da gab es irgendwo diese Regale. Hier, dieses Containerregal, das habe ich gemeint. Und das sollten wir hier dann irgendwie, sollten wir das dann hier mal mit anbringen. Wieso bekommen wir das hier nicht hin jetzt? Hier. Da ist es. Mega, absolut geil. Zack, zack. Kein Platz im Inventar, kein Problem. Kein Platz, kein Problem. Erste Kiste, zweite Kiste und ihr seht, pro Fundament dürfen wir dann auf das Fundament irgendwas anbringen. Und
ja, ihr seht, was das ausmacht, unglaublich. Seile, Fernglas, hier hätten wir dann eine Sauerstoffflasche, Transportmitteleinheit, feinere Hämmer, sogar zwei Stück schon. Und hier ganz unten hätten wir dann Stoff drin, wir hätten hier Leder drin, nochmal gewählter Abfall, das könnten wir dann hier reinpacken. Wahnsinn, Wahnsinn, was hier alles drin ist. Die Stoffe könnten wir etwas komprimieren und so kriegt man bei uns etwas mehr Platz. Ne? Hier. Hätten wir sogar noch Anzündhölzer. Wir könnten dann jetzt noch das Teil, was wir hier die ganze Zeit so dran haben, könnten wir jetzt noch hier reinpacken. Dieser Speer. Und hier hätten wir jetzt viel Platz hier auch. Also ne, von dem her, das Feuerholz könnten wir zum Beispiel hier reinstopfen. Ähnlich dem Stein. Waffe als Leuchtfeuer haben wir hier noch keinen Slot direkt bis. Doch, haben wir auch schon. Ist das geil. Ach nee, das ist unser Rucksack. Nee, okay, ich wollte gerade sagen, also die Waffe mit Leuchtfeuer, die ist tatsächlich hier noch nicht belegt. Ist aber alles kein Problem. Hier zum Beispiel hätten wir noch einen Stein drin und das möchte ich jetzt gerne zum Schluss machen. Kommen wir mit der Folge zum Abschluss und jetzt haben wir es so weit komprimiert, meine Lieben, dass wir sagen können, entweder wir bauen uns jetzt hier noch ganz schnell irgendwo eine kleine Bleibe auf, so ein Zelt als Beispiel, ne? Könnten wir ja hier machen. Hier ist so ein Schlafzelt oder so, einen Unterschlupf. Das hätten wir relativ schnell gebastelt. Oder dann müssen wir halt mal schauen, aber das alles dann in der nächsten Folge. Bis hierher, herzlichen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, schöne Zeit. Bye, bye.